Also es heißt der Spurenzeichner oder im Untertitel, wie man auf der Suche nach der verlorenen Zeit den Heiligen Gral findet. Lila, das war ihr Name. So hat sie geheißen. Adagio. In der Mammuthöhle am Dachstein habe ich sie getroffen. Beim Canyon der verlorenen Zeit, ohne zu ahnen, wer sie ist. Eine Feder hat sie im Haar gehabt und halb geschlossene Augen. Ich möchte mit ihr ans Meer fahren und mit ihr schlafen, sagt sie zu mir, unter den rot-gelben Sonnenschirmen. Sie nimmt ein Stück Zucker in den Kaffee, zwei Stück Zucker. Verschlafen blinzle ich durch die farbigen Streifen in die Sonne. Das Gegenlicht, die Struktur des Stoffes. Drei Stück, vier Stück. Tagelang könnte ich so sitzen und an nichts denken. Bei fünf Stück hört sie auf. Es ist meist alles viel trivialer. Ich habe immer gedacht, hinter dem Kennen der verlorenen Zeit steckt eine unglaubliche Geschichte. Aber in Wirklichkeit hat dort bloß einer seine Uhr verloren. Wir kommen nach Hallstatt und beschließen, die Nacht im Beinhaus zwischen den aufgestapelten Knochen und bemalten Schädeln zu verbringen, uns Geschichten der verlorenen Zeit auszudenken. Mir fällt nichts ein, also lasse ich Lila erzählen. Die Büffelherden ziehen nach Westen. Der stärkste von allen, ein mächtiges, weißes Tier, ahnt, dass es das letzte Jahr sein wird. Er hat die Asche der Friedenspfeifen im Dorf verstreut gesehen und die müden Augen der Häuptlinge. Er wartet auf die Gewehre und weiß, dass es sinnlos ist, weiterzuziehen. Sie werden sterben und Häuser werden an ihre Stelle treten. Kommt im Bett. Ich habe keine Lust mehr, weiter zuzuhören. Ich stehe auf und gehe an die Anlegestelle des Ausflugsschiffes. Es ist Mitternacht und unverständlicherweise ist keiner mehr da. Gott sei Dank weiß ich, wo der Kapitän wohnt. Vielleicht will er heute Nacht einen Schiffsjungen zeugen. Aber mir ist das egal. Ich leite ihn aus dem Schlaf und zwinge ihn mitzukommen. Mit Versprechungen, Beschimpfungen, Erpressungen und Bestechung. Nach Aushändigung eines unverschämt hohen Geldbetrages ist er bereit, mich nötigenfalls bis ans Ende der Welt zu bringen. Wir stürmen die Kirche. Ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Geistlichen. Ich lasse mich nicht gern absichtlich in die Irre führen und schütte ihm den halben Weihwasserkessel ins Gesicht. Er soll gefälligst mitkommen, schreie ich den nachthemdnassen Priester an. Ich wäre ohnehin in der Stimmung zu plündern, zu rauben und Brand zu schatzen. Und wenn er nicht willig ist, könne ich für seinen gotischen Flügelaltar nicht garantieren. Ich habe insgeheim beschlossen, meine Mannschaft aus den verkommensten und verruchtesten Subjekten des Ortes zu rekrutieren. Mir sind alle Mittel recht. Nach und nach müssen sich unserem Zug ein Fischleichenschänder, der Vizebürgermeister, ein Damen- und Herrenfriseur, ein nekrophiler Sodomit, eine Volksschullehrerin, ein Souvenirladenbesitzer-Ehepaar, ein kokainsüchtiger Schriftsteller, ein Heiligenschnitzer, ein Tierkonservator, ein halbtauber und gelähmter Ururgroßvater, der örtliche Fremdenverkehrsobmann, ein pädophiler Buchhändler, eine Nagellackentfernerin, ein frühreifes 11-jähriges Mädchen mit Namen Greta, ein syphilitischer Rattenfänger und das schwangere Stubenmädchen aus dem Goldenen Lamm anschließen. Calendando. Langsam werde ich ruhiger und zufriedener. Lila hat sich in der Zwischenzeit ein gutes Dutzend weiterer Geschichten der verlorenen Zeit ausgedacht. Ich breche noch kurz im Geschäft des pädophilen Buchhändlers ein und nehme mir mit seinem Einverständnis die Frankfurter Geschenkausgabe von Gusts Monumentalwerk in 10 Bänden mit Dekorüberzug im Schmuckschuber mit. Die Reise wird lange dauern und ich möchte nicht, dass Lila ohne Lesestoff bleibt. Wenn ich mich nicht in sie verliebe, soll sie wenigstens geistige Ablenkung haben. Es ist 3:30, als wir in den See stechen. Die Sonne wird bald aufgehen und bis dahin sollten wir die Verbindung vom Hallstätter See zum Meer gefunden haben. Welches Meer? Fragt mich der Kapitän. Die Dinge scheinen kompliziert zu werden. Ich steige in die Kajüte des Priesters, der sich gerade die Selbstbeichte abnimmt und gebannt seinen Verstoßen gegen das sechste Gebot lauscht und lasse ihn an Deck eine Messe lesen und um ein Wunder flehen. Wir singen Kyrie Eleison und ich schwöre bei allen Heiligen, unsere gesamte Mannschaft in den Dienst der Gralssuche zu stellen.
Denn soweit mir der benebelte Schriftsteller glaubhaft versichert, sei dieses Unternehmen immer noch offen. Ich postiere den Tierkonservator mit einem Fernglas am Bug und ziehe mich für eine Stunde unanständigen Tuns in meine Kabine zurück. Nach 53 Minuten klopft der Heiligenschnitzer an die Tür. Laut seinen Berechnungen laufen wir gerade in den Hafen von Korinth ein. Sehr gut, rufe ich zurück. Wenn er den Gral gefunden hätte, solle er wiederkommen. Ich sei beschäftigt. Das war der 14. Mai und das erste Kapitel, in dem ich Wila kennenlernte, mir die Möglichkeit offen hielt, mich trotz einer Geschichte über die verlorene Zeit in sie zu verlieben und in Hallstatt eine nicht ganz übliche Mannschaft für die Fahrt zum Meer anheuerte. Danke.